Also das Kunstmuseum Thurgau hat ja 1995 den Nachlass von Hans Krüsi bekommen. Und wenn ich sage Nachlass, dann sind das mehrere tausend Objekte. Und in den nunmehr fast 30 Jahren haben wir intensiv versucht, diese riesige Masse an Kunstwerken zu überschauen. Und was wir hier jetzt in der Ausstellung zeigen können, das ist quasi die Quintessenz unserer 25-30-jährigen Forschungsarbeit.